Hallo und schön, dass ihr hier seid bei Traumhaftes Stempeln. Ich habe euch heute Produkte aus unserem neuen Herbst-Winter-Katalog mitgebracht. Und wie man sieht, es gibt ganz niedliche Eulen. Ich habe die Sets gesehen und mich gleich drin verliebt, nämlich einmal in unser Eulenset. Man sieht, es ist sowohl für Halloween wie auch für Weihnachten was dabei. Sei es drum, die beiden verliebten Eulen unterm Mistelzweig. Oder auch die süßen Eulen hier auf dem Ast, die Eule mit dem Geschenk. Zu Halloween sind die hier natürlich auch ganz niedlich. Von daher mussten die gleich als erstes dabei sein. Und wie man sieht, ich habe sie auch auf der Karte fleißig genutzt. Man kann da noch verschiedene Sterne so rumherum drapieren. Ich habe mich hier für die Schneeflockenwünsche entschieden. Hier gibt es kleine, es gibt große. Wie man das Ganze sieht, habe ich bei der Version der Karte diesen hier benutzt. Und natürlich diese kleinen dezenten noch drumherum gesetzt. Ich habe auch schon eine Variante, wo ich nur die kleinen genommen habe. Mal gucken, was wir gleich Schönes nutzen. Ja, und es ist auch noch unser kariertes Designerpapier verarbeitet. Ich habe deswegen extra die Mattung ein bisschen größer gemacht, weil ich gedacht habe, es ist doch ganz schön, wenn man das Ganze auch ein bisschen besser sieht. Ja, die Karte ist auch gar nicht schwer, man braucht auch gar nicht viel. Ihr braucht für die Grundkarte Papier in 21x14,9. Ich habe mich hier für Abendblau entschieden, habe das Ganze schon zurechtgeschnitten und bei 10,5 cm gefalzt, sodass unsere Grundkarte schon fertig ist. Ich habe mit dem Falzbein auch schon einmal dran lang gearbeitet, sodass die Grundkarte fertig ist. Ich lege sie jetzt erstmal an die Seite, die brauchen wir später nochmal. Die Maße schreibe ich euch auch alle unter das Video. Ja, hier habt ihr dann das Designerpapier in 14,5 x 10 cm. Wer neugierig ist, die haben von hinten natürlich alle eine andere Farbe. Hier wäre jetzt noch ein Gelbton, aber es gibt noch ganz viele andere, wobei ich zu der Karte einfach dieses Blau mit diesem leichten Rotton drin sehr, sehr schön finde. Dann brauchen wir natürlich noch Flüsterweiß. In dem Fall habe ich ein Stück mit 9 cm mal 13,5 cm genommen. Und das wird das Stück, das wir jetzt auch wunderbar bestempeln möchten. Dazu nehme ich mir wieder mein Stempelkissen. Ich mache das Ganze in Schwarz. Dann habe ich mir meine Stempel schon auf Acrylblöcke gezogen. Wie man sieht, habe ich hier als erstes die drei Eulen auf dem Ast. Das habe ich auf einen D-Block gemacht. Ich gehe dann in das Stempelkissen. Nehme Farbe auf und ich möchte das Ganze wunderbar hier oben haben. Ich gucke, dass das vielleicht halbwegs mittig und halbwegs gerade ist und setze das Ganze einmal auf mein Papier ab. So. Wie man sieht, habe ich dann wunderbar schon unsere Eulen, die wir nur noch kolorieren brauchen. Die Stempel könnt ihr dann entweder mit unserem lilanen Tuch oder auch wunderbar mit der Schrubbkiste sauber machen, da mein Schreibtisch gerade ein bisschen voll ist. Bin ich auf unser lilanes Tuch ausgewichen. Ja, was gehört zu einer Weihnachtskarte natürlich dazu? Klassisch, frohe Weihnachten. Aus dem Schriftzug habe ich aus dem Eulenfest. Ich nehme ihn, setze ihn mir hier mittig drunter. Zack, und habe den Schriftzug schon mal drauf. Und dann brauchen wir aus dem Eulenfest noch die größere Eule mit unserem Geschenk in der Hand. Die passt wunderbar auf einen C-Block. Und die möchte ich hier auch noch drunter haben. So. Zack. Jetzt haben wir die Grundelemente schon fertig von der Karte. Ich mache es gerne so, dass ich jetzt gleich mit den Schneeflocken weitermache. Dann habe ich den Bereich fertig. Auch hier könnt ihr natürlich überlegen, welche Variante ihr macht, ob ihr das wie ich in Schwarz macht, ob ihr die vielleicht in Weiß embosst. Und da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt und ich freue mich natürlich, wenn ich von euch auch Varianten sehe. So, ich drapiere mir das hier wunderbar einmal drumherum. Man kann das Ganze ja immer so ein bisschen drehen. Dann passt das sehr gut hier zum Beispiel in die Ecken. Dann kann man das auch mal was ruhig nochmal. Spricht natürlich auch nichts dagegen, das Ganze mit Stemperatus zu machen. So habt ihr alles auch gleich wunderbar positioniert und die Karten sehen alle identisch aus.
So habt ihr alles auch gleich wunderbar positioniert und die Karten sehen alle identisch aus. Ist also auch mal ganz süß, wenn man statt der großen Sterne ganz viele kleine drumherum macht, quasi das Schneegestöber. So, einer passt da noch wunderbar mit hin. Zack. Diesmal sind es wie gesagt die ganz kleinen. Zum Vergleich nochmal. Hier habe ich das Ganze mit ein paar großen Sternen gemacht, aber so habe ich halt immer die Möglichkeit, die Karte nochmal ein bisschen individuell zu gestalten. Ja, damit sind wir jetzt auch schon fertig und jetzt geht's ans Kolorieren. Ich habe mir dafür unsere Stampin' Blends zur Hand genommen und das in verschiedenen Farben. Ich fange ganz gerne mit unserem Zimtbraun an. In dem Fall habe ich dafür das Dunkle genommen. Zimtbraun ist ja eine unserer In-Colors, die wir von 2020 bis 2022 haben. Und ich nutze als erstes unsere Pinselspitze, um die Äste einzufärben. Den haben wir ja hier oben einmal und da unten. Das ist eine sehr, sehr schöne Farbe, die sich hierfür ideal eignet, wie ich finde. Die Eulen könnt ihr natürlich gleich ganz kreativ gestalten, je nachdem wie ihr das möchtet. Zack, zack. Hier die kleinen Punkte, was die Schnäbel sind. So. Ja, bei den Eulen habe ich mich für zwei Farbtöne entschieden. Ich habe einmal gesagt, ich möchte unser helles Abendblau, was ja auch von den In-Colors ist. Da gibt es ja das helle und das dunkle Abendblau, wenn man die ganzen bestellt. Und ich habe gedacht, ich mache noch ein paar Eulen in hellem Schiefergrau. So habe ich zwei Töne. Welche Eule ihr wie gestaltet, das ist euch natürlich ganz selbst überlassen. Ich fange jetzt mal mit der ersten an. Die werde ich in den Blauton machen. Ich mag es gerne ein bisschen abwechselnd, das heißt, die nächste werde ich grau machen und ich mache die hier dann nochmal in den Blauton. Guckt, dass ihr keine Stellen vergesst. So. Ich nehme dann mal die Pinselspitze. Auch hier bin ich ja neugierig, was ihr so alles mit unserem Eulenfest dann zaubert, wenn ihr es dann habt. Die Sachen aus unserem Herbst-Winter-Katalog gehen ja ab dem 4. August zu bestellen. Entweder ihr dürft euch gerne bei mir melden und ich bestelle sie euch. Ebenso, wenn ihr einen Katalog haben möchtet, meldet euch bei mir. Oder ihr könnt natürlich auch gerne, wenn ihr eine Demonstratorin habt, über die bestellen. Ja, jetzt fehlt noch unsere untere Eule. Die mache ich im dunklen Abendblau, habe ich mir überlegt. Das heißt, ich koloriere sie auch mal schnell für uns. Dann haben wir nämlich das meiste unserer Karte gleich schon fertig. Ist eigentlich schnell und einfach gemacht. Sieht richtig süß aus, wie ich finde. Und den Augenbereich nicht vergessen. Effekte sind immer nicht schlecht und wir haben ja unseren Farbaufheller. Deswegen gehe ich gerne hier so ein bisschen am Bauch der Eulen immer nochmal bei und mache die Stellen noch ein bisschen heller. Sieht man nicht immer ganz so sehr, aber manchmal gibt es wie bei der hier so einen kleinen süßen Effekt. Hier würde ich nur gucken, die hat ja die Arme über dem Bauch, dass ihr vielleicht die Arme nicht ganz mit aufhält. Ja, was fehlt noch? Uns fehlen noch eben die Mützen. Die mache ich in unseren Aventurin-Stiften. Da nehme ich, glaube ich, das Dunkle für Bommel und den breiten Rand hier oben. Zack. Und für das Innenleben werde ich das Helle nehmen. So. Jetzt haben wir die Eulen schon mal fertig, jetzt fehlt noch das Geschenk. Ich mache die Mitte, glaube ich, auch, genau wie die Schleife. Das ist ja eigentlich alles das gleiche Band in dem hellen Ton.
Ja, und dann machen wir mal. Ich liebe ja immer Farbe und ich liebe ja immer Pink. Also machen wir jetzt das Geschenk selber in Pink. Wem das natürlich zu kräftig ist, ihr könnt auch gerne andere Farbe nehmen, aber ein bisschen von meiner Lieblingsfarbe darf gerne immer beim Geschenk dabei sein. Ja, jetzt sieht die Karte schon mal nicht schlecht aus. Wir haben jetzt noch wunderbar unseren Wink of Stella. Ich sage euch gleich einen guten Tipp: drückt nicht zu doll, sondern wirklich nur so ganz leicht. Verteilt das so ein bisschen. Das ist so ein schöner Schimmer noch, den das Ganze dann gibt. Ich gucke gleich mal, ob ich das in der Kamera eingefangen kriege. Wenn man die Karte in der Hand hat, ist das auf jeden Fall wunderschön. Das ist ja auch so ein bisschen hier dieser Schneehimmel im Hintergrund, die Schneegestöber. Und deswegen habe ich gedacht, das Wink of Stella, hier ist ein bisschen viel drauf gekommen, gar nicht so verkehrt. So, zack, zack. Schön verteilen hier alles. So, das ist jetzt erstmal alles drumherum. Glitzer darf es bei mir immer ein bisschen mehr sein. Und ich habe hier noch unseren Basic Strassschmuck. Den gibt es ja hier in verschiedenen Größen dabei. Und da wir hier auch so ein paar größere Flocken haben, ist das immer ganz süß, wenn man das, finde ich, da noch drauf verteilt. Nicht auf jeder, aber hier immer mal so auf so ein paar. Dann hat man nochmal so einen Hingucker, so ein bisschen was, was zusätzlich noch funkelt und glitzert und strahlt. Und dann hat man nochmal das gewisse Etwas auf der Karte. Der hier ist ein bisschen dicker, dann machen wir das da noch drauf. Hier, zack, zack. Da oben fehlt mir noch ein bisschen was Glitzerndes. Und hier noch was hin. Und dann machen wir auch den einen da noch. Ja, ich denke, dann haben wir, wobei hier können auch noch was hin, die Seiten. Ich sag ja, es kann bei mir nicht genug glitzern und funkeln und strahlen. So, wenn man das Ganze jetzt einmal hochnimmt, ich hoffe, die Kamera fängt es ein. Man sieht so ein bisschen das Glitzern vom Wink of Stella, man sieht die ganzen glitzernden Strasssteinchen und so kann man das Ganze halt auch machen. Oder man macht es halt wie bei der Variante. Hier ist auch Wink of Stella überall eingearbeitet. Ja, doch, so ein bisschen sieht man es in der Kamera und hier habe ich die Strasssteine halt nur auf die großen gesetzt. Ja, das eigentliche Kartenelement ist jetzt somit fertig. Jetzt nutzen wir unseren Flüssigkleber, den Tombow. Also ich habe bei mir die Folie abgemacht, weil die mir immer ein bisschen auf den Puffer geht, wenn ich ehrlich bin. Verteile das hier hinten, gehe einmal schön in die Ecken. Zack, auch noch was am Rand lang. Und dann setze ich das Ganze schon mal auf unser kariertes Papier. Hier kann man sich auch so ein ganz bisschen an den Linien außen orientieren, damit das Ganze gerade wird. Ich denke, so passt das Ganze gut. Nochmal schön feststreichen. Glitzere ich schön an den Fingern. Auch nicht verkehrt. So, somit ist schon mal die Grundkarte fertig. Und ich möchte das Ganze nur noch darauf befestigen. Und dazu nehme ich unsere Dimensionals. Gibt es ja in groß und in klein. Nächsten. So habt ihr schnell und einfach eine Weihnachtskarte. Ich denke, es gibt ja genug Veranstaltungen, Feste, Feiern, worauf man eingeladen wird. Dann hat man immer gleich was Süßes, was man mitnehmen kann und verschenken kann. Wie gesagt, die Produkte verlinke ich euch unten in der Beschreibung, sodass ihr auch immer gleich wisst, wo ihr sie herbekommt. Also gar kein Problem. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst, wenn euch das Video gefallen hat oder mich vielleicht sogar abonniert. Es wird immer mal wieder was Neues kommen.
Schauen wir mal, wie viel ich die Woche schaffe. Ich fange ja gerade erst an. So, jetzt haben wir unsere Karte. Das Ganze wollen wir schön mittig aufsetzen. Man kann sich zur Not, wenn man schon eine zweite hat, die auch immer noch mit zur Hand nehmen. Dann sieht man auch, wie ich das Ganze positionieren muss. Ich gucke immer an den Rändern so ein bisschen, dass das vernünftig sitzt. Setze es runter. Ja, und das war's auch schon. Schon ist unsere zweite Weihnachtskarte fertig. Man sieht auch, die Eulen habe ich ein bisschen anders gefärbt diesmal. Da kann man immer ein bisschen spielen. Die Schneeflocken sind anders gemacht. Ja, aber ihr habt hier zwei wunderbare Weihnachtskarten fertig. Ja, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Nachbasteln. Vielleicht sieht man sich mal wieder bei traumhaftes Stempeln.